Hallöchen, hier ist wieder der Björn vom LSNPD und wir häuten. Hallo, häuten? Ja, Mann. Wir häuten hier die ganze Zeit. Wölfe ohne Ende, die sind nämlich. Wir sind nämlich gerade in so ein Rudel geraten. Und, wir drücken sie offensichtlich auch in die Wand rein. So, habe ich alle? Das ist ja Wahnsinn, wie viel Wolfspelze. 10 Millionen. Willst du sie verkaufen? Jo. Das Panama machen, ne? So ein Sprung, schüttelt er einfach mal so ab, ne? Schon Wahnsinn. Naja, will ich mal nichts gegen sagen. So, 120 Meter sind es noch bis, oh, jetzt kommt da noch ein Wolf. Nee, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich werde nicht den gesamten Wolfsbestand hier ausrotten. So, jetzt ist aber auch schon mal Schluss hier. Da steht Connor sogar im Baum. Achso. Dein Leben ist beendet. Das war's. Hau ab, oder ich schieße ihm ein Loch in den Kopf. Okay. Alter Vater. Verletzt? No. Nichts, was nicht verheilt. Vielen Dank, Fremder. Was hatten die vor? Die Bande hat mich über das Land gezerrt, als abschreckendes Beispiel für Deserteure. Nun sag, wer bist du, Connor? Ein Deserteur, sagst du? Ich befürworte den Krieg nicht und ich liebe dieses Land. Was hat man davon? Ich bin David Walston. Manche nennen mich Big Dave. Darf ich fragen, wo du lebst, damit ich meine Schuld zurückzahlen kann? Könnte etwas dauern. Wir Schmiede verdienen zurzeit nicht allzu viel. Unsere Gemeinde ist nicht weit von hier. Und wir brauchen wirklich sehr dringend einen Schmied. Wie wäre es, wenn du bei uns arbeitest? Nun, das würde das Zurückzahlen erleichtern. Ich bin dabei. War das eben Liam Neeson? Also nicht vom Aussehen, sondern eher vom Namen, also von der Stimme her. Ja, volle Synchronisation. Sehr schön. Ich gucke jetzt mal ein Huch. Wir wollen nach Devonport. Ach, dann war das gar nicht Devonport. Und ich versuche da die ganze Zeit hinzusiedeln. Siedlung? Ach, da oben ist die Siedlung gewesen. Also, Schnellreise hätte doch funktioniert. Na, jetzt ruf doch nicht immer den Gaul sofort. Ich will doch da rein. Tülü, betreten dieses Jagdreviers. Devonport, Siedlung. Ne? Weißt du Bescheid? Achso. Dauert noch ein bisschen länger. Aber Frage ist, irgendwann räumt irgendjemand, vielleicht Norris oder so, das da weg, das Gestrüpp. Huh, was ist denn hier los? Siedlungsmission? Ich mag die Siedlungsmission. Die sind immer so angenehm. Das richtige Werkzeug? Ja, habe ich, aber ich komme später wieder. Ich will nämlich jetzt nochmal ein bisschen in See stechen. Und dafür muss ich erstmal ein wenig mit der Aquila rumfahren. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Wollte ich eigentlich mal wieder die ganze Zeit.
weil das ganz spannende Themen sind, ganz spannende Missionen sind. Nächstes Spiel hier auf der Liste ist natürlich nicht Assassin's Creed Black Flag, sondern Assassin's Creed Liberation. Das ist nämlich zeitlich nach Assassin's Creed 3 gekommen. Wurde vom... War das die PlayStation Portable? Oder von der Vita? Es war auf jeden Fall für ein Handheld eigentlich gedacht. Also wurde auch dafür... Hä? Ja, nu? Ach nö, jetzt nicht schon wieder, ne? Jetzt ist aber Schluss. Meine Güte. So. Java. Java auch gleich mal. Java. Oh, Dini! So. Kann ich hier runterspringen? Ohne, dass ich mir den Hals breche? Naja, Kopf voran. Wenn es neblig ist, natürlich eine super Idee. Guck mal hier, wie schön das aussieht. Und Möwen fliegen trotzdem noch rum und all mögliche anderer Scheiß. Guck mal hier, was er für kreisrunde Ringe hinter sich lässt. Das ist doch nicht normal. Naja. Da hinten ist Tinkerbell. Piraten-Tinkerbell. So, und eigentlich will ich die Meermissionen machen. Also die Seemission. Kann ich das von hier aus? Die Schlacht von Chesapeake. Oder die Schlacht von Chesapeake. Ach, Rumpfverstärkung aus Holz. Zusätzliche Kanonen, Brandgeschoss, Hagelladung, verbessertes Ruder, Spitzgeschoss oder Rammsporn. Ja komm, da kaufen wir mal was. Rumpfverstärkung, die wollen wir haben. Und Rumpfverstärkung aus Eisen, die würden wir gerade eben noch so haben. Aber wir wollen lieber erstmal noch ein paar zusätzliche Kanonen. Und Brandgeschoss. Verbessertes Ruder, Spitzgeschoss. Ja, komm, hier den Rammsporn. Den nehmen wir nochmal dazu. So, aber das war's jetzt. Eigentlich wollte ich ja mit ihm, aber wir machen was anderes. Okay, die Schlacht um Chesapeake. Ah, nee, doch nicht. Gut, dann machen wir hier doch erstmal das Kriegsgespenst. Erster Akt, zweite Szene. Oder die Seewölfe. Komm, wir machen mal das Kriegsgespenst. Na, wir fangen mal so an hier. Die Seewölfe. Gab's nicht mal den Film Der Seewolf mit Raimund Harmsdorf, hieß der, glaube ich. Der war auch in einigen... Ja, ganz ruhig bleiben. In einigen Bud Spencer-Filmen zu sehen. Wie zum Beispiel der große Außerirdische und sein kleiner... der große mit seinem kleinen Außerirdischen. Oh. Alter Vater, ich habe falsch gedrückt. Wieso fahre ich denn immer in der Mitte von denen? Wenn die gleich ausscheren, dann wird das aber kein Zuckerschlecken. Aber so führen sie dich natürlich, ne? Ja, und wie soll ich jetzt... Huch, nein. Na, das wird knapp. Thank you.
Nein, das ist schon wieder die falsche. Wie war denn das? Ach, da war das. Halbes Segel! Na Mist. Halbe Segel, Männer! Halbe Segel, Rettung! Feuer! Feuern! Gebt mir alles! Volle Segel! Achtung! Ihr schmeckt euch da! Los, halt an! Wir stehen im Rennen! Nachladen! Ja, ja, ich weiß. Moment. Jetzt stehen wir wieder besser. Meine Güte. Da kam aber eben einer um die Ecke. Feuer frei! Schieß! Gebt mir halbes Segel! Halbe Segel! Feuer! So. Ziel eliminiert. Ah, Mist. Überlebende Verbündete 3 von 8. Das sieht nicht gut aus. Aber du meine Güte. Du. Auf halbes Segel! Die Segel! Keine Segel! Halbes Segel setzen! Halbes Segel! Na, kommt schon. Okay. Komm schon. Du wirst gar nicht wissen, wie dir geschieht. Halbe Segel, Männer! Bitte runter auf halbe Segel! Ich brauche volle Segel! Feuer frei! So sieht das aus. Geht auf halbe Segel! Halbe Segel! Meine Güte, da war aber knaperig, ne? Ah, Mist, wie viele hätten wir retten müssen? Ah, stand da nicht, ne? Naja. Hälfte wahrscheinlich. Oder alle. Ja. Guck mal hier, ich habe einen Piratenhut. So, ich glaube, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Das heißt, bis gleich. Ciao.